Das ist der Dank. Wie ein kleines Mädchen, ey. Das ist der Dank. Typisch, wann ist er halt, ne? Willkommen in der coolsten Party-WG Berlins. Das Leben ist eine Party, deine Party ist nicht schön, doch sie passt zu dir. Das ist das Zimmer meiner besten Freundin Janette und meiner Mitbewohnerin. Das sind unsere sexy High Heels für unsere heißen Partynächte. Damit machen wir Berlin unsicher. Das ist das Styling-Paradies von uns drei Mädels. Das hier ist unsere Küche, wo wir jeden Abend gemeinsam sitzen und zusammen frisch kochen. Ein sehr wichtiger Raum für uns. Das hier ist mein Zimmer, auch unser, ab und zu unser Chillzimmer, wo wir abends gemeinsam sitzen, was trinken oder Fernsehen gucken. Willkommen im Paradies. Ja, mal schauen, ne? Freu dich bloß nicht zu früh. Freu dich bloß nicht zu früh. Okay. Dann gucken wir mal. Scheiße. Oh Gott. Es sind auf jeden Fall Kinder im Haus. Das sind kleine Söckchen. Die Wäsche wurde schon seit ich weiß nicht wie lange nicht mehr gemacht. Jeden Tag Styling ist Zeitverschwendung. Ja. Oh mein Gott. Wir haben Schuhe. Ja, eigentlich auch ganz nette Schuhe. Die finde ich ja toll. Ach wie nett, ach wie Dreck, ach wie nett, ach wie Dreck. Dein Reich der Träume, okay? Aber wie sieht's aus bei Hempels unterm Bett? Das ist eklig. Da schlafe ich nicht. Das ist auch nicht sauer. Ungewaschene Teller turmen sich um Tassen. Das ist mega unhygienisch. Da liegen noch total die Essensreste in dem Teller. Leberwurst wurde gegessen, okay. Boah, ich verstehe das nicht. Überall die Tapeten abgerissen. Die letzte Tür. Ausschlafen ist das Wichtigste. Ja, wenn man keinen Job hat, ist das auf jeden Fall cool. Hier darf gechillt werden. Nee, danke. Da setze ich mich nicht hin. Zigaretten. Überall wird geraucht hier. Hallo. Ah, eine Überraschung. Hallo, ich bin Denise. Hallo, Janette. Hi. Wo ist denn Vanessa jetzt eigentlich? Also Vanessa ist in unserer Models-WG. Wir sind halt drei Mädels in einer WG. Okay. Und ja, da fühlt sie sich jetzt wahrscheinlich zu Hause, wird hoffentlich ein Luxusleben da ein bisschen verbringen und Spaß haben. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, muss ich ja ganz ehrlich sagen, es ist mir persönlich ein bisschen sehr durcheinander, sehr chaotisch, ne? Weil ich komme eigentlich aus einem sehr hygienischen Bereich. Mhm. Und mir ist das so ein bisschen aufgefallen, dass ihr da so ein bisschen chilliger an der Sache rangeht. Ja, das auch, aber wie gesagt, auch im Moment einfach dieser Umzugsstress und dies und das. Also wir sind jetzt nicht die saubersten, aber so wie es jetzt hier aussieht, eigentlich auch nicht. Ich habe jetzt für mich beschlossen, dass ich nicht unbedingt heute die erste Nacht hier bleiben möchte bei euch, okay. Weil mir das wirklich einfach nur ein bisschen zu chaotisch ist. Ich es aber ganz toll finden würde, dass wir morgen irgendwie zusammen ein bisschen klar Schiff hier machen, dass ich mich auch so ein bisschen heimisch und wohl fühle. Ja klar, können wir machen. Und ja, das fände ich schön, wenn wir da irgendwie eine Einigung finden würden. Ja klar, kein Ding. Bis morgen. Okay. Hier. Bis morgen. Tschüss.
Okay. Hallo! 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 Hi, wir kennen uns ja noch gar nicht. Guten Morgen! Hi, ich bin Eileen. Denise. Schön, dich kennenzulernen. Hallo! Oh mein Gott, ihr habt mich ja geplättet. Was habt ihr angestellt? Das ist ja der Hammer. Ich habe mich schon total eingekauft, weil ich dachte, wir machen heute eine Putzsession hier. Mhm. Hab schon gehört. Es ist ja wahnsinnig viel passiert. Mein Gott, ich bin begeistert. Mhm. Wann habt ihr das denn gemacht? Alles noch gestern? Gestern, wo ich von Arbeit kam. Heute Morgen. Oh, du Arme, du hattest doch Spätschicht, ne? Ja. Aber wow. Dankeschön. Kein Problem, du sollst dich auch wohlfühlen, ne? Das finde ich toll. Dass Denise sich so gefreut hat, dass wir eben halt geputzt haben und sich so bedankt hat, hat uns auch einfach gezeigt, dass wir das richtig getan haben und war auch ein schönes Gefühl. Toll, danke schön. Bitte, gestern extra für dich gewaschen. Oh, super. Oh, das freut mich total. Finde ich wirklich ganz, ganz toll von dir. Ich würde mich auf jeden Fall jetzt hier wohler fühlen und besser und würde einfach dann gerne meinen Koffer holen. Okay, mach das. Ja, super. Da bist du ja schon wieder. Der Koffer ist da. Sehr schön. Super. Und jetzt lernst du erstmal das Chillen kennen. Ah, meinst du, ich weiß nicht, wie das geht? Das Putzen haben wir uns hinter. Jetzt kommt das Chillen. Ja, okay. Füße hochlegen und genießen. Gut. Macht ihr eigentlich auch so ein bisschen kulturell hier? Ich meine, ich bin ja so ein kulturell und ja, so ein wissbegieriger Mensch irgendwie. Ist es bei euch irgendwie auch so, oder? Nee, nicht so mein Ding. Also chillst du dann lieber eher zu Hause, ja, genau, den ganzen Tag oder so? Ich chille lieber zu Hause. Mhm. Aber ist das dann nicht irgendwann langweilig? Weil irgendwann wird doch immer nur so das Gleiche im Fernsehen gezeigt. Nee, ich sitze ja nicht den ganzen Tag hier und gucke den ganzen Tag Fernsehen, um Gottes Willen. Ich gehe da klar auch schon raus. Mhm. Aber jetzt nicht so Siegessäulen oder dies und das. Was haltet ihr denn davon? Habt ihr denn irgendwie Lust, mir was zu zeigen? Also ich habe mich ja hier auch ein bisschen informiert und es gibt ja auch das Holocaust-Denkmal. Das würde ich mir schon ganz gerne mal angucken, weil es ist ja doch, ja, hat was mit Geschichte zu tun. Mhm. Wenn ihr Lust hättet, eventuell. Jetzt direkt? Ja. Und ich würde schon ganz gerne jetzt gleich los. Und es wäre eigentlich schön, wenn ihr mitkommen würdet. Komm, tun ihr mal den Gefallen. Ja, gut. Ja. Juhu! Und wart ihr schon mal hier? Ja, mal vorbeigefahren und ein paar Fotos gemacht. Aber mehr ist schon Wahnsinn, ne? Ich war ja, wie gesagt, noch gar nicht. Ist schon sehr beeindruckend. Mhm. Und, wie findest du's? Legst du dein? Keine Ahnung, Steine, ne? Ich weiß, für sie sind ja, es einfach nur Steine. Klar, es sind Steine, aber es hat ja irgendwie auch einen Grund, warum die hier so sind. Deswegen, wenn ich vielleicht den Grund wissen würde, würde ich es vielleicht auch anders sehen. Guck mal, ob wir hier so eine Tafel finden. Genau. Und dann kannst du es ja mal durchlesen, dann weißt du, wo was steht. Okay, was steht denn hier? Das Gelände des heutigen Denkmals für die ermordeten Juden Europas. Also ich denke, die Jeanette hat das definitiv mir zuliebe gemacht. Nicht, weil sie jetzt wirklich Interesse daran hatte. Sie hätte, glaube ich, lieber auf ihrem Sofa weiter gechillt, was sie sonst eigentlich auch macht. Ich fand es aber total süß von ihr, dass sie da jetzt mitgemacht hat. Hallo. Hallo. Ich habe euch was mitgebracht. Ja, heute ist ja Tag der Regeländerungen. Eine der Regeländerungen lautet WG-Ordnung. Das beinhaltet einfach den Aspekt, jeder von euch bekommt eine To-Do-Liste, wo jeder wirklich sein Aufgabengebiet hat. Wer putzt wann, wie oft, was ist mit Wäsche etc. Das finde ich eine ganz gute Sache, dass halt jeder wirklich immer weiß, was sein Aufgabengebiet ist. Eine Regeländerung ist Aktivitätentag. Ich würde es toll finden, wenn man einmal in der Woche mit allen WG-Mitgliedern irgendwas Tolles unternimmt. Zum Sport geht, Kino oder essen gehen. Einfach damit ja, das Zwischenmenschliche viel schöner wird und viel besser. Eine Regeländerung nennt sich Teezeremonie. Das beinhaltet einfach den Aspekt. Ich finde es ganz schön, wenn man einfach über seine Gefühle, über Kritikpunkte definitiv ja, analysiert und behebt, damit einfach auch das Zwischenmenschliche hier in der WG schöner und harmonischer wird. Was haltet ihr von den Vorschlägen?
Von den Änderungen? Also ich finde die eigentlich ganz gut alle, sag ich mal. Aber das mit der Teezeremonie, ich denke, da wird Vanessa mit uns anecken. Weil sie ist so ein Mensch, sie ist halt der Mittelpunkt und sie will erzählen, was ihr passiert ist, was uns eigentlich irgendwie beschäftigt oder so, das interessiert sie eigentlich gar nicht so. Ja gut, aber es sind ja jetzt 2-1, von daher seid ihr in der Mehrzahl und muss ich da einfach anpassen. Ne? Mhm. Da bleibt ja gar nichts anderes übrig. Wir könnten es ja versuchen. Ja. Aber sonst finde ich es eigentlich klasse. Cool. Ja. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Tea Time mit Problem Talk steht auf der Agenda. Ich würde ganz gerne mit euch jetzt einmal besprechen, wie wir das mit Vanessa machen oder beziehungsweise ihr. Ich finde es ganz gut, dass ihr sie da. Ja, hallo? Ja, Jeanette, ich komme jetzt nach Hause, ja? Warum? Weil ich es abgebrochen habe. Dein Ernst? Ja. Warum das denn? Weil ich einfach nicht mit dem Modelleben der Mädels klargekommen bin und es nicht mein Ding ist. Okay. Ja. Na gut. Dann sehen wir uns später. Okay, alles klar. Bis später. Bis später. Tschüss, mein Schatz. Ciao, tschüss. Ciao. Vanessa hat mich eben halt gerade angerufen. Sie hat jetzt abgebrochen. Sie hat was? Sie hat abgebrochen, weil sie einfach mit dem Leben, Modelleben nicht klarkommt. Also mit der Model-WG. Ach Quatsch. Jupp. Hat sie mir gerade am Telefon Bescheid gesagt, doch. Ja, doch, total das geile Leben da. Ich komme gerne noch die restlichen Tage mit. Ich auch. Ist ja wohl. Wie? Wann kommt die denn jetzt? Check ich jetzt gerade überhaupt nicht. Ich habe auch. So viel hat sie jetzt nicht gesagt. Sie hat nur gesagt, dass sie jetzt abbrechen tut, weil sie da einfach hinten mit dem Modelleben nicht klarkommt. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Das ist echt. Mir fehlen die Worte gerade. Also zusammen. Nach dem Ding, wo ich gehört habe, wo sie hingekommen ist, habe ich eigentlich doch schon damit gerechnet, dass sie es durchzieht. Weil wie gesagt, ich meine, wer ist so blöd und bricht das ab? Ich bin so sauer auf sie eigentlich, weil es wäre vielleicht mal eine Möglichkeit für sie gewesen, endlich mal in ihrem Leben was durchzuziehen. Ich bin daheim in meinem Heimatdorf, wo jeder mich versteht. Na, Reise überstanden? Endlich. Ja. Schlimm, oder? Ja. Ich möchte jetzt schlafen gehen, schon so müde. Okay. Willst du uns nicht wenigstens erzählen, wie es war, warum du abgebrochen hast? Nö, ich habe jetzt keine Lust zu reden. Weil ich meine, wir haben es ja nur wegen dir mitgemacht und deswegen Abbruch. Ist für uns auch irgendwie scheiße, ne? Das ist ja meine Entscheidung, ob ich gehe oder nicht. Wenn ich da nicht bleiben will, will ich da nicht bleiben. Fertig. Ich will aber schon gerne wissen, warum du es abgebrochen hast. Ja, ich habe gesagt, ich will jetzt nicht reden und fertig. Ganz ehrlich. Also ich finde, du bist uns schon eine Erklärung schuldig. Du kannst uns doch wenigstens mal sagen, warum du abgehst. Nee, ich möchte jetzt, dass er rausgeht. Vanessa, willst du mich gerade verarschen? Nee. Ich sitze hier die ganze Nacht und warte auf dich, damit ich wenigstens eine Erklärung habe, warum du abbrichst. Weil es einfach nicht mein Leben ist. Ja, dann da drin, sag doch einfach, was dein Problem da drüben war. Ich sitze hier nicht die halbe Nacht, wenn ich morgen früh wieder aufstehen muss, um arbeiten zu gehen, nur weil du jetzt der Meinung bist, hier rumzuzicken. Das ist ja dann wie ein kleines Mädchen, ey. Das ist der Dank. Typisch Vanessa halt, ne? Was hast du eigentlich für ein Problem, hä? Habe ich dir irgendwas getan? Nee, habe ich nicht gesagt. Ich möchte in mein Zimmer einfach nur. Ich hatte das vernünftig gesagt. Du hast es nicht vernünftig gesagt. Du hast rumgebölkt wie so ein kleines Kind. Ich habe einfach gesagt, ich möchte in mein Zimmer und fertig. Das kann man aber auch auf einen anderen Ton machen, ja? Eine halbe Stunde wärst du durch gewesen. Nee, bist ja total und? Der Egoist? Ja und? Was ja und? Du hast von dir aus auch abgebrochen, ja? Und du hast erst ja, irgendwann... Gestern... Ey, hör mir doch mal zu, lass mich doch mal aussprechen, Mann! Du hast... Ey, unmöglich, dieses Weib. Dankeschön für alles. Wir danken mich dir. Sehr gefreut, euch kennenzulernen. Uns auch. Tschüss. Komm gut nach Hause, ja? Wie war es bei euch? Wie war es bei dir? Sehr chaotisch, ganz, ganz, ganz schrecklich. Also Hölle für mich. Aber total lieb, und kann man super wirklich mit denen reden. Ja? Ja, mit unserer Vanessa konnte man gar nicht reden, gar nicht tanzen. Ich hab's gespürt, als sie da kam. Das war
am Lachen, weil die ja voll den Terror geschoben hat, als sie in die Wohnung kam. Und hat er sich total aufgeregt. Die war total geschockt. Im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, denke ich, dass wir doch nicht in Kontakt bleiben werden. Diese Zeit hat mir einfach gezeigt, dass es noch andere Menschen gibt, die total anderes Leben führen. Und wir einfach glücklich und dankbar sein sollen, dass wir das Leben haben, das wir haben. Also ich denke mal, die WG wird es da lange nicht mehr geben. Die wird aufgelöst. Ja, auch besser so für die beiden. Ja, definitiv. Und Vanessa muss was verstehen. Aber unsere bleibt zusammen. Ja, ja. Mein Fazit für dieses Experiment ist einfach, dass ich dankbar dafür sein kann, was ich alles schon in meinem Leben erreicht habe. Dass ich großartige Freundinnen habe, die wirklich perfekt zu mir passen. Und dass man der Menschenkenntnis, die man jetzt doch schon in den letzten Jahren gesammelt hat, gut glauben kann. Friends forever! Ja, yes.